Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dragon Quest 11. Ich bin Side MC Muffix. Wir reisen hier durch die Gegend und, oh Leute, da oben sieht man zum allerersten Mal Yggdrasil nach seiner Veränderung. Aber Yggdrasil ist doch echt abgestürzt. Das ist wahrscheinlich dann nur noch hier. Hagemon. Nun gut, was ist beim letzten Mal so geschehen? Wir waren unterwegs und haben hier den Giga-Hieb. Den haben wir ja, stimmt. Yeah. Haben uns hier durch die wunderschönen Landschaften bewegt und wir haben einen neuen alten Freund dabei, und zwar niemand anderes als Reinaldo, der König der Künste und der guten Laune. Ja, beim letzten Mal haben wir seinen Vater getroffen, den werten Don Rodrigo, den edelsten aller Ritter, und er hat hier seinem Sohn versprochen, dass er... Warte mal kurz mal... Genau, das dachte ich mir nämlich gerade. Nautica ist ja zerstört. Ich werde es gerne runtergereist und schauen, ob vielleicht noch Königin lebt. Aber leider keine Chance. Nun gut. Ah, Spooky Schleime. So. Zumindest haben dann hier bei Don Rodrigo dann hier die ehemalige Glückstruppe hier von Leonardo gelassen. Und nun haben wir die Schmuckestute wieder und können wieder in die Welt aufbrechen, um Glück und Freude zu verteilen. So, was habe ich denn? Machen wir mal Frostfontäne. Bam. Coole Move irgendwie. Wieso kann jeder Standard gegen eine Attacke, die auf alle meine Typen geht? Nun gut. Nein, oh, noch nicht Perlentor. Oh. So hart unnötig MP verschwindet. Sieht zwar cool aus, aber lohnt sich nicht. Nun gut, unser Ziel ist es aber jetzt erstmal hier nach Kriegerwelt zu gehen, denn wir haben ja ein Gerücht über eine seltsame Hütte gehört. Und da marschieren wir jetzt hin. So we be stormy all of a sudden. Silvando, this ship of yours is not about to sink, is it? Don't mention the S-word! I'll have us out of this in just a jiffy! I smell... fresh flesh! That voice, where is it coming from? And you barely even flinched. The awe with which my lord and master entrusted me renders all your petty human enchantments now. Now join me in the blackest depths. Oh. No!
kann sein, dass wir tot sind. Dass wir einfach gestorben sind und in der nächsten Welt hier sind. Weil wenn ich mich nicht ganz irre, das ist doch einer aus Nautica. Und Nautica wurde doch zerstört. Molchior, das ist ja inzwischen unser schlimmster Erzfeind, Mann. Das ist das verdammte Monster, was Nautica zerstört hat. Aber der Typ, der kommt doch aus... Ich weiß es nicht, vielleicht sind wir wirklich gestorben. Man weiß es nicht. Schauen wir erstmal, ob der wirklich aus Nautica kommt und ob er uns sagt, dass wir gestorben sind. Weil dann kommen wir so ein bisschen... Hä? Hä? Sie war doch gerade ein Fischmensch. So, so, du bist es. Mach kein solches Gesicht. Du bist nicht im Himmel, aber gewiss auch nicht in der Hölle. Steh nicht so dumm herum. Schau deine Angel. Da drüben ist deine. Naja, mal. Wenn wir Hunger haben, müssen wir was machen, oder? And what, might I ask, are you staring at? Is there something stuck to my face? All right, all right. It is rather an imposing appearance, I agree. Why don't we try another? No, still no good. Well, if at first you don't succeed, settling on a particular form, hmm? That rather makes me think you might not know who I am. In your world, I am known as the Seer. I take on different appearances for different people, you see. By which I mean to say that I look different depending on who is doing the looking. But enough about me. How's the fishing? Caught anything? No, I didn't think so. You're not ready yet, you see. When the time comes, you will know it. When the fish finally takes the bait, you must be ready to reel it in. But until then, you have no choice but to wait patiently. That is just the way of life. You know, I have the strangest feeling I've met one of your companions. Eric, was it? Well, no matter. We're not here to discuss him. Come, let us go inside. We can save the fishing for another day. Take a seat. Make yourself at home. Now, the fact that you're here makes me wonder if you might have taken a bit of a wrong turn somewhere. Hold still for just a moment. So that's it.
Worried we've lost the power of the Luminary, are we? Well, I'm afraid there's not much I can do about that. But there is one thing I can say. You may think that your power has been taken from you by the Lord of Shadows. But power cannot be taken, no more than it can be touched or tasted. Especially not the power of the Luminary. Still no idea what I'm talking about, huh? Well, no matter. I think that's enough for now. Let me leave you with this thought. When the time comes, you will know. You will feel the tug on the line, and you will know. As in fishing, so in life. Oh, that's right. You're drowning, aren't you? That won't do at all. Well, don't fret. A certain sacred tree tells me it's not your time just yet. Right. We'd better get you woken up, hadn't we? You are the Luminary, after all. You have rather an important task to be getting on with. Go. Save the world. Darling, you're alive! Oh, thank goodness! When you took that tumble into the sea back there, we all thought you were done for, laddie. Oh, it was terrible. We tried to fish you out, but you slipped beneath the waves before we could get to you. But then, well, it was nothing short of a miracle. There was a bright light, and suddenly, there you were, floating up from the seabed. Somehow we managed to pull you out of the water, give that big, slimy so-and-so the slip, and get here to safety. I still don't know quite how we did it. What's the matter, honey? You look like you've seen a ghost. You're kidding. You were fishing, and you met a person called the Seer, and they turned into a dog? Oh, come on, silly Billy. You were just dreaming, that's all. You were out for a long time. You have been through quite an ordeal. You need rest. As do we all. Come. Whoop! Time enough for staring out to sea tomorrow, laddie. Come on, let's get you to bed. Eine sehr, sehr seltsame Vision, die wir hier hatten. Oh, das war Süßes. So. So ganz sind wir jetzt nicht da schlau geworden, aber eins ist sicher, das Monster, was uns hier zum zweiten Mal schon einen Strich geschlagen hat, müssen wir bekämpfen. Er hat ja gesagt, er hat ein Juwel hier und wir wissen ja alle, dass wir diese Juwelen nochmal finden müssen. Einen haben wir ja schon bekommen und ich denke mal,
Irgendwann werden wir Molcher zur Strecke bringen und das mit Vergnügen. So, meine kleine Kuh, dir geht's immer gut. Okay, wir kennen das hier schon. Hier sind wir das erste Mal nach Kriegerwelt gegangen. Das war ja, wo wir an einem Kampfturnier dann hier teilgenommen haben. Und genau. Da. Was ist denn hier los? Willkommen, König Kampen. Campen. Ich nehme an, ihr seid hier, weil ihr die Gerüchte gehört habt. Nun, dann seid ihr am richtigen Ort. Jeder, der hier übernachtet, hat genau den gleichen Traum. Wenn ihr wissen wollt, worum es dabei geht, müsst ihr allerdings hier übernachten. Verraten wird nichts. Aha, schon wieder irgend so Abzocken. Masche ist es, aha. Aber nun gut, da kann man nichts machen. So, erstmal gehen wir zu dir. Lieben, speichern mal wieder. Haben wir schon wieder weiter nicht gemacht. Erstaunt, aber schon wieder nicht gespeichert, Mann. Zeit vergeht wie nix. So. Und dann, wow, bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Genau, dann übernachten wir. Schauen wir mal, was dieser seltsame Traum ist. You must free this restless knight from his prison of despair. So we all had the same dream, eh? Just like people have been saying. The poor knight bemoaning his fate, asking to go back. Oh, it was tragic. He looked so desperate. I wish there was something we could do to help, but we don't know who he is, or even where he is. Maybe not. But that was Dracilian armor he was wearing. There's no doubt about that. What do you say, laddie? Shall we go and see what's become of Dundrasil now that this blasted darkness has engulfed the world? Eschenburg. Ein Ritter, den wir erlösen müssen. Tja, und wie erlösen wir einen Ritter? Ein Schlag, zwei Schläge oder 10 Schläge. So, oder einfach ein bisschen Quaderhieb. Aber eins ist sicher, unser Weg führt uns nun erstmal nach Eschenburg. Gut. Beziehungsweise in das natürlich, was davon übrig geblieben ist. So, kann man auch. Was ist der Bahn? Oh, schau dich an, die haben jetzt alle rote Augen, meine, jetzt sind sie alle böse. Was ist der Bahn? Schade, früher waren sie alle süß. Oh, das sind die mit ihren Hauern. Die Dinger sind cool, Mann. So, ja, genau da. Das ist giftig. Ja. Nerv nicht. So, ich gehe meinen eigenen Weg, dann wandere ich halt da rum. Genau, so. Ich hüpfe schon nicht mehr plötzlich in die Giftbombe. Ah, wohl da. Zack. Königliche Erde. Giftige königliche Erde. Hört sie lecker an. So. Das schau ich die mal an. Jetzt haben sie mit ihren roten Augen, da waren sie ja gruselig aus. So, mir fällt gerade auf, wir sind hier noch nie rumgewandert. Tja, wo findet ihr mir was Neues? Die Kiste haben wir auch noch nie gefunden. So. 1500 Goldminen, was will man mehr? Der Reichtum kommt. Zwar nicht schnell, aber er kommt. So ganz langsam schleicht er sich an. So, okay, es war eine Weile her, dass wir in Eschenburg waren. Das letzte, also bis jetzt, einmal waren wir in Eschenburg. Das war nicht, als wir da Bodo und die Werte Jade hier in unsere Party aufgenommen haben. Da war, haben wir dieses Ritual hier aufgeführt. Achso, ich dachte, die kämpfen miteinander, das wäre cool gewesen. Oh.
Gegner, die nicht verschwinden, wenn ich sie anhaue. Das gefällt mir gar nicht. Orks der Schatten. Tja. Schauen wir mal, wie wir hier diese verdammten Orks gegen einen Giga-Hieb werden. Alter. Jeder macht nur Attacken, die auf alle gehen. Na gut. Denkt ihr, ich kann das nicht? Kamehameha! Räumen wir mit euch Kackviechern auf. Aber inzwischen geben wir halt mal Standard gegen Erfahrung, mit der ich was leben kann. Oh ja, Pferde können ja nicht über Brücken reiten. Das ist ja hier. Oh ja! Und dann immer wieder fünf Minuten da rumsteht. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Oh, ich will eigentlich gar nicht hin. Fällt mir mal ganz so auf, Mann. So, finde ich ja gar nicht nett. Gegner, die sich nicht einfach wegreiten lassen. So, oh, da auch. Alter, die verschwinden alle nimmer. Das heißt, die sind auf einem akzeptablen Level, die Gegner. Ist doch scheiße. So, Rionaldo muss eigentlich noch drauf und der hat ja ein Schwert, was Gutes gegen Untote. Schauen wir mal. Ein Zombie ist kein Dämon. Ja. Egal. Nein, ah, ich wollte eigentlich einen Falkenhieb machen. Naja, der Gigi funktioniert auch mal gut. Obwohl, die gehen gar nicht down. Okay, der Einzige, der jetzt sofort rankommt, der ist natürlich vergiftet, Mann. Ist eh klar. So, und dann jetzt habe ich mal einen Hackschauer raus. Naja. Ich habe das Gefühl, die Gegner machen immer mehr Schaden. Ich habe das Gefühl, mein Schaden, den ich austeile, bleibt immer gleich. Grutz! Das muss schon wieder Max erledigen. So. Am Ende das mit dieser Knister. Gar nicht. Alter. Boah. Ihr seid so hässlich, Mann. Ihr seid so ein hässlichen Gegner, Mann. 5000 auf einmal funktioniert. Ihr könnt es behalten, Mann. So. Wo ist denn ein Lagerfeuer? Da. Irgendwer ganz daneben. Ja, genau. Da oben ist ein Lagerfeuer. Alter, jetzt kann ich nicht mehr die Gegner wegreiten, das ist doch kacke. Ich brauche Jade, ich muss wieder grinden. So, holen wir uns erstmal aus. So. Und, genau, geht die Vergiftung, weiß ich gar nicht, ob die weggeht, aber... Kann, wissen wir echt, doch hier, Entgiftung. Nein. So, Hendrik. Und Bodo. Okay, Leute, dann... Können wir hier erstmal speichern. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt auch erstmal den Part hier. Wir machen dann jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal gehen wir dann in die Ruinen von Eschenburg. Schauen, was dort auf uns wartet und was dieser restlose Ritter ist. Und ja, ob wir diesen helfen können. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.